Sorgenfreiheit gegen Selbstsabotage. Der junge BVB ist gut aus dem Ei geschlüpft, empfängt Rot-Weiß Essen vor über 10.000 Auswärtsfans im Signal Iduna Park mit neuem Kapitän Vinko Scharpina. Das Dabrowski-Team muss sich rehabilitieren nach zwei Pleiten und wilder Woche. Der BVB in Gelb und Schwarz am Anfang mit 1-2 versuchen, das angenockte Team von Dabrowski auszuspielen. Justin Butler ist das, der hier vor Rios Alonso an den Ball kommt, ist gefährlich und am Ende eben auch gefährlich für ihn selbst. Er verletzt sich hier und ist nach Besong und Pohlmann der nächste Offensivausfall von Jan Zimmermann. Die Essener wirken sonst nach wilder Woche stabil, schalten schnell über Harenbrock und das ist Vonić. Leonardo Vonić, erst ist es Young mit der schnellen Idee, Harenbrock schaltet mit und Leonardo Vonić verpasst hier seinen ersten Saisontreffer beim Startelfdebüt. Weiter RWE und Koruma. 30. Minute, Mustafa Koruma macht hier den Gritty, weil er sich freut über seinen Treffer zum 1:0. Er ersetzt den freigestellten Kapitän Felix Bastians und trifft hier. Wie antwortet der BVB 2 in der ersten Hälfte? Zu passiv, verpasst es, Druck zu machen. Michel und den Held Golz. Die jungen Dortmunder mit dem Signal Iduna Park Fluch zu sechs hier sechsmal hintereinander verloren. Christoph Dabrowski, er muss die dritte Pleite in Folge verhindern. Sein Team wirkt im ersten Durchgang wacher. Im zweiten Durchgang ist der Wecker noch nicht gestellt. Da geht es schnell. Julian Hetwa gegen Koruma und dann der Pfiff. Die unparteiische Riem Hussein zeigt auf den Punkt und blickt in fragende Essener Gesichter. War das ein Elfmeter oder nicht? Julian Hetwa, der Topscorer der Dortmunder, der sich hier verhakt in Kurumas Beinen. Aber eben auch der Ball schon weg. Es gibt kein VAR, deshalb bleibt es beim Strafstoß. Michel lässt sich den nicht nehmen. 57. Minute, erstes Saisontor für Falco Michel und der Ausgleich für die Dortmunder. Wie reagiert jetzt Essen? Es geht schnell, es geht über die linke Seite, über Young und vor allen Dingen über ihn. Das ist Lukas Brumme, der nimmt es da mit halb Dortmund auf und findet Müsel. Das ist die Antwort, die du in so einer Situation geben musst. 58. Minute, keine 63 Sekunden später. So reagiert RWE. Torben Müsel, zweites Saisontor, damit Top-Torjäger bei RWE. 10 verschiedene Torschützen, alle ein Treffer. Jetzt Müsel mit 2. Es ist eine Partie, die hoch und runter geht. Nur wenig später das. Wieder die Frage Elfmeter und diesmal sagt Hussein nein und Wufak von Essen hier im Glück, weil er Bueno trifft. Jan Zimmermann wird hier um den Strafstoß gebracht. Den Essenern kann es egal sein, die machen hier weiter Dampf. Harenbrock, der sieht irgendwie Vonić und Vonić, den muss er machen. Für 100.000 Euro von Nürnberg vor der Saison gekommen, hier frei vor Lotka. Lotka bleibt stabil, bleibt groß und entschärft den. Nicht die Vorentscheidung, stattdessen nochmal die Chance für Dortmund. Pudel macht den nicht. Es fehlt in einem ausgeglichenen Spiel die letzte schwarz-gelbe Überzeugung, denn dann ist Schluss. 0:4 in Unterhaching, 0:5 gegen Verl. Kapitän Bastians freigestellt, alles egal. Dabrowski und RWE gewinnen mit 2:1. Ja, man kann stolz sein auf die Mannschaft, was sie heute für eine Reaktion und Leistung gezeigt hat. Ich glaube, das Spiel war von unserer Seite sehr diszipliniert, sehr zweikampfbetont und spielerisch auch gut. Ich glaube, wir sind der verdiente Sieger. Und nach der Woche muss ich sagen, Chapeau vor der Mannschaft, wie sie reagiert hat. Und wir sind natürlich überglücklich. Ja, das hat schon Körner gekostet die letzten Tage. Aber
Ja, man hat gesehen, dass es eine Mannschaft ist. Ich habe vorher gesagt, in der dritten Liga sind die Spiele eng. Heute war es eng und ich glaube, es sind nicht genug Spieler heute an ihre Leistungsgrenze gekommen, dass es sich dann für einen Punkt oder noch mehr hätte auszahlen können. Und ich glaube, mit einer guten Leistung hätten wir heute auch mindestens einen Punkt holen können. Der BVB 2 wird nach 5 Partien nochmal geschlagen. Der Fluch des großen Stadions lebt weiter. RWE findet vor über 17.000 Zuschauern zurück in die Spur. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.